Uiuiui, ganz schön dunkel hier. Kann man jemand das Licht anmachen, bitte? Ah, danke. Wow, oh Gott, jetzt kann ich euch nicht mehr sehen, aber die Schauspieler spüren ganz genau, wie ihr reagiert, auch wenn sie euch nicht sehen können. Jeder Schauspieler berichtet immer, was für eine Energie im Saal ist, ohne dass er ein einziges Gesicht sehen kann. Das liegt daran, wie er applaudiert, wie er lacht, wie er mitgeht. Und das ist das Tolle am Theater, dass man wirklich die Energie vom Zuschauerraum spürt als Schauspieler, ohne dass man die Leute auch sieht direkt. Und ja, ich bewege mich jetzt hier auf der Bühne und ihr seht schon, das Licht geht immer mit mir mit. Das nennt man auch Verfolger. Ja? Und diesen Verfolger, den fährt der Martin dort oben. Martin ist aber nicht der Einzige, der hier dieses Licht macht. Da sind noch viele andere Kollegen da, die sitzen hinter diesen Glasscheiben und hinter diesen Glasscheiben verbirgt sich das sogenannte Stellwerk. Von dort wird das ganze Licht gesteuert und da gehen wir gleich mal hin. Jetzt sind wir also im Stellwerk, aber sieht eigentlich aus wie in der Kommandozentrale von einem Raumschiff. Henry, warum heißt das eigentlich Stellwerk? Dieser Raum wird Stellwerk genannt, weil er eigentlich aus der alten Bahntechnik herstammt, wo die Bahntechniker an ihrem großen Stellwerk mit großen Hebeln ihre Weichen über lange Seilzüge bedient haben. Im Theaterbereich war das früher auch so. Die Seilzüge gingen über die Saaldecke und dort wurden große elektrische Schiebewiderstände hin und her bewegt, um das Licht auf der Bühne zu dimmen oder heller zu machen. Heutzutage brauchen wir das nicht mehr, weil wir alles elektronisch bedienen können. Die Dimmeranlage ist auch elektronisch und dieses Pult hier ist voll elektronisch und wird aber immer noch vom Stellwerker oder der Stellwerkerin, in dem Fall Steffi, bedient. Damit später auf der Bühne eine neue Welt aus Licht entstehen kann, muss vor der Aufführung dafür alles natürlich eingerichtet werden. Was bedeutet, Scheinwerfer werden an die richtige Stelle montiert und etliche Meter Kabel verbaut. Erst dann kommt das Lichtpult wieder zum Einsatz. Wir können mit diesem Pult also sehr schnell alle voreingestellten Lichtszenen, Farben und Formen, hell, dunkel mit diesem Stellwerk auf dem Go-Button nacheinander abfahren, die vorher mit der Regie bestimmt wurden, so dass das in der Vorstellung alles genau auf Go, auf die Sekunde genau zusammenpasst. Hier sehen wir mal, wie Licht und Technik zusammenspielen können. Diese Show haben wir extra einmal mit viel technischem Aufwand für den Tag der offenen Tür und unser Publikum kreiert.